Die Neuentdeckung in der Liedermacher-Szene. Der Claude aus Frankendorf. Seines Zeichens ein musikalischer Realsatiriker, der mit bissigem Wortwitz seinesgleichen sucht. So viel Stimmung, so viel Musik, das Stadion noch gar nicht gehabt. Wie hat sich das Ganze ergeben? Du bist von Grund auf eigentlich Lehrer. Ja. Hast du einfach immer Gitarre gespielt, als Bub schon, oder wie ist das entstanden? Okay, das hat angefangen mit 16, da hatte ich das erste Mal eine Ukulele, ein Jahr. Da habe ich gemerkt, das ist zu klein und zu wenig dynamisch, habe ich Gitarre gehabt. Und habe von Anfang an immer probiert, eine eigene Technik zu entwickeln auf der Gitarre. Und habe dann erst, als ich die Schulleitung an den Nagel gehängt habe, vor vier Jahren, habe ich dann, vor vier Jahren die Schulleitung an den Nagel gehängt. Und dann bin ich gerade ins Studio gegangen und habe die erste CD gemacht mit Mundartlehrer. Mit dem Image des Verlierers wird es in dieser Branche schwer. Meine Band hat mich im Stich gelassen, hat sich aufgelöst, das ist nicht fair. Sie, da gibt es bei mir kein Schlagzeug, kein Klavier und kein Bass. Ganz bescheiden singe ich in meinem Dialekt und das macht Spass. Music Star, a Superstar. Na 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 na. Was sind deine näheren Pläne? Hast du konkret ein Ziel, das du verfolgst? Oder ist es, ich sage jetzt mal auf gut Baseldeutsch, einfach so zum Vergnügen? Oder wie sieht das? Nein, ich habe glaube in meinem Leben, das ist so eine Grundstruktur von mir, immer eine gewisse Planung und auch immer festgelegte Ziele gehabt. Ich habe jetzt 2 CDs gemacht. Ich habe mittlerweile 40 Songs, alle selber gemacht. Im Prinzip habe ich jetzt natürlich oberfüllende Programme. Ich kann aber auch eine Hochzeit spielen, Chanson, überhaupt kein Problem. Auch sonst für kleinere Anlässe. Also man kann nicht mieten. Man kann nicht mieten, durchaus. Live sind immer noch alle Leitungen besetzt. Wir bedanken uns für Ihre Geduld und hoffen, dass Sie mit dem Handbuch Knöpfchen lernen. Gibt es Sachen, die ich sage jetzt mal gegen Geld nicht machen würde? Ja. Was hast du mich gefragt? Gibt es irgendetwas, das du für Geld auf keinen Fall machen würdest? Jawohl. Fliegen. Etwas machen, das mir zuwider ist.